Hallöchen, Leute, willkommen hier zurück zu Diablo 3. Wieder mit dabei ist der Zarkon. Hallöchen, Leute. Ja, wir befinden uns jetzt derzeit immer noch in der Scirocco-Höhle, in der ersten Ebene. Und ja, genau, wie Zarkon jetzt schon sagt, wir kämpfen uns hier mal weiterhin durch. Ja. Mal so sehen, was uns hier noch so alles erwartet. Wir sind Level aufgestiegen, ich habe ein paar neue Skills verteilt, mal ausprobiert jetzt. Ich wurde schon wieder gefressen in dem blöden Wurm. Also, ich kann auch nicht so viel, dass du so gut durchs, ne? Durch Fleisch bist, kriegen wir nicht hin. Oh, ja. Jetzt wollte ich schon gerade auf unsere Verzauberin schießen. Dieser Schleimspucker, der schießt sogar. Deswegen heißt er wahrscheinlich Schleimspucker. Gut, das hätte ich mir jetzt auch denken können, ja. War jetzt auch nicht allzu schwierig, das zu erraten. Trotzdem weiß ich nicht, was der Rahmen hier macht. Ob der überhaupt irgendwas macht? Tatsächlich, der greift mich hier an. Emotional kommen, braucht viel Schaden, macht er nichts, von daher ist er für mich unnütz. Muss ich leider sagen, aber ich möchte mal diese Mine ausprobieren. Ich bin schon am krepieren. Oh, die Mine macht ordentlich Schaden. Okay, das heißt, die Mine behalte ich, dann kommt hier der Jagd, der Salto, das kommt wieder rein, einnehmen. Stachelfalle bleibt drin, der Dolchfell, den habe ich aber auch nicht ausprobiert, wie sieht der eigentlich aus? Oh, hier ist wieder so ein. Das ist schon wieder so ein Wurm, richtig. Ja, jetzt hat er mich gefressen. Oh mein Gott. Gott sei Dank, das war ich immer. Okay, der Stachelfächer ist eigentlich nur dafür da, falls man mal im Nahkampf irgendwie irgendwo ist, dass man sich daraus befreien kann. Ich hätte eine magische Hand am Brust für dich. 22,4 Schaden. Oh, das ist gut. Einhändig sogar. Ja, ja. Plus 30 ja, Geschicklichkeit. Hand am Brust, verstehst du? Achso, ja, ich hätte ja zwei Handarmbrust sein, ja. Aber du hast ja gesagt Handarmbrust. So, jetzt passt das. Wunderbar. Ich hab's jetzt einfach angelegt. Oh, 30 Geschicklichkeit, das ist enorm viel. Du hast gerade mit deinem Pfeil einen Wurm geköpft, ja? Was sagt uns das? Dass meine Pfeile verdammt scharf sind? Hm. Oder? Schätze ich mal. Und ich kann auch mit meinen Minenfallen fliegende Viecher töten. Und ja. Mein Schrei, den ihr immer seht, der macht, dass Gegner weniger Schaden auf uns wirken. Sprich ein Debuff. Für die Gegner. Was wahrscheinlich sehr praktisch ist, nachdem wir jetzt schon ein paar Mal gestorben sind, ja? Ja, hallo, und das auch normal. Und wir wollten jetzt auf Inferno spielen. Ich drehe am Rad. Und dabei dachte ich, die Entwickler würden nur Scherzchen machen, von wegen, von uns hat es noch keiner geschafft, das irgendwie so. Also die Tester haben das ja gesagt. Von uns hat es noch keiner geschafft, ja. Konnte ich mir so ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das soll was heißen, dass würde ich nicht jetzt mal möglich sagen. Ist. Übrigens, hier oben gibt es Ebene 2. Ja, wir haben noch nicht mal Ebene 1 fertig, also. Ja, ich habe hier noch Ebene 2 gefunden. Was kann ich denn jetzt dazu, dass ich das so spontan entdeckt habe? Dann nutze ich jetzt den Seiten, um mal ein bisschen voranzukommen. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Ich bin den Weg weitergelaufen. Ja, ich möchte dich gerade wieder finden. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Wenn du die Mobs immer so um die Sammeln siehst, dann kann ich ja einfach eine Mine dahinlegen. Genau, sofern auf deine Position. Es funktioniert mit dem Sammeln, das klappt ja auch nicht jedes Mal. Ja, aber wenn ich einfach eine Mine hinlege und klatsch, die macht 100 noch ein bisschen was Schaden. Das ist ordentlich. Aber dafür hast du jetzt deine Granaten und dein Ding nicht mehr, oder? Doch, die Granaten habe ich noch. Ich hatte nur meinen Ausweichschuss nicht mehr, den brauche ich ja nicht mehr, weil ich jetzt ja diesen, den Seiten habe ich jetzt ja so weit geupgradet, dass ich dann schneller bin dadurch. Von daher brauche ich den Ausweichschuss nicht mehr. Also man kann richtig, also man kann sich eine richtig schöne Skillung zusammenbasteln, muss man einfach mal sagen. Und da hat das am Anfang eher so ausgesehen, als wäre es weniger geworden, ja? Ja. Also von der Bedienung ist es weniger geworden. Aber von den Auswahlmöglichkeiten mehr. Ganz die ganzen Mathematik. Machst du dann auch, kriegst du den ganzen Skills. Ja, ja. Ganz einfach Mathematik. Hast du müsstest ja auch schon einen Taktik-Slot haben, oder? Taktik-Slot? Was für ein Taktik-Slot? Du meinst passive Fähigkeit oder was? Ja. Die Taktik-Fähigkeit. Ja, das ist bei mir zum Beispiel dieser Drohruf. Okay. Bei mir ist es taktischer Vorteil. Also wenn ich ein Salto mache oder was? Oder Rauchwolke oder Ausweichschuss, dann wird meine Bewegungsgeschwindigkeit für 3 Sekunden um 60% erhöht. Ach so.
Also ich bin richtig flott dann unterwegs, so wie du wahrscheinlich gerade Ich sehe es auf der Minimap, ja. Der blaue Punkt kommt erschreckend schnell nah. Jetzt hat er dich überholt. Noch nicht. Da, jetzt gleich. Ich habe ja auch eine Sprintfähigkeit, aber die ist eigentlich ziemlich für einen Ast, ganz ehrlich. So, und überholt. Da musst du Wut investieren, dass du 3 Sekunden lang schneller laufen kannst. Das ist irgendwie... Oh. Ebene 2 sieht genauso aus wie Ebene 1. Verwirrend. Nur tiefer wahrscheinlich. Da oben ist wieder ein Schleimschlupfer. Ah, so, hier Wurm. Ist wieder irgendein Würmchen. Warte mal, hab ich jetzt mal eine Mine platziert? Ja, die hat er gefressen, die Mine. Passt. So, Schleim. Sonst noch irgendwas hier? Oh, eine prächtige Truhe. Yay. Oh mein Gott. Prächtige Truhen sind ja meistens mit Fallen verbunden. Meistens. Ja, aber jetzt sind die Viecher auch alle tot, oder? Passt. Noch nicht ganz. Ich sehe schon. So, ja, dann loote ich mal hier das blaue Krams. Was? Das? Und das Tuch ist sogar... Oh, ein gelbes Tuch habe ich gefunden. Hab Champion gefunden zu dem Bereich. Oh, interessant. Todesklapper. Sklave Asmodans. Todesklapper. Ja, das klapp, mit klapp. Dem Tod stimmt, ja. Ja. Lebt noch ein Heiltrank, den nehme ich mit. Oh, ich habe einen seltenen Umhang gefunden, den werde ich gleich mal entdecken. Und was ist das jetzt hier? 9 Vitalität, erhöht die Generation von Hass, Dämoniker, getötete Gegner. Da ist noch eine Truhe. Radius. Das ist irgendwie... Macht mir zwar mehr Leben, aber weniger Schutz und weniger Schaden. Nicht so schön. Und ich komme mal zu dir wegen der Truhe. Wo ist die? Ach, da. War die. Glaube ich. Ja. Ich habe zwar eine gelbe Brust gefunden, aber die ist bei weitem nicht so gut. Was hast du gefunden? Eine gelbe Brust. Aber nur für die Moni. Ja, 40 Rüstung. Bei weitem nicht so gut wie die, die ich jetzt von dir bekommen habe. Mit 22 Geschicklichkeit und tralala. Ja, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben so. Hier draußen? Ich muss jetzt hier mal ganz kurz zurück in die Stadt, denn mein Inventar ist voll. Wenn ich mir meins so angucke, das platzt auch aus allen Nähten so langsam. Und währenddessen so. Nehme ich mal die Möglichkeit wahr, einen Schluck zu trinken. Ich suche in der Zwischenzeit den Schmied. Hedrick ist ja hier oben, der ist ja mitgereist mit uns. So. Dann zerlegen wir mal ein paar Items, damit wir uns neue craften können. Denn mit Level 17 kann ich neue Sachen tragen. So, jetzt ist man aber auch wieder fit. Mit frischer Stimme von der Partie. Hat schon richtig trockenen Hals vom Dauerlabern. Dauerlabern, was wir. Ist ja das, was wir hier machen, Dauerlabern. Nicht irgendwie kommentieren, moderieren oder sonstiges eine Art, nein. Einfach nur Dauerlabern, ist ganz einfach, kann jeder. Bis der Mund fusselig wird, ja. Meistens ist es ja nicht der Mund, der fusselig wird, sondern die Zunge. Ich weiß nicht, ob du das. Hattest du das auch schon mal? Dass du irgendwie so eine lange Aufnahmesession hattest, dass die Zunge irgendwann einfach nicht mehr wollte und sich nur noch verhakt hat, so? Also gefühlt verhakt. Nee, ich hab dann einfach nur einen trockenen Gaumen, ja. Ach so. Nee, das hatte ich jetzt noch nicht, bis jetzt. Ich habe schon 105 Essenzen, was sagt ihr das? Ich habe zwei Zähne des Gefallenen bekommen und feine Essenzen habe ich 20 gerade hier derzeit drinne. Und wenn ich in meiner Truhe nachgucken darf, ich habe, warte, jetzt muss ich rechnen, Kopf rechnen. Warum steckt das A? 155. Ach, feine Essenzen und 29. Items, die du craften kannst, brauchst du die Zähne jetzt halt. Ach so, ich habe 29. Gut, brauche ich ja nicht. Ich habe 26. Aber ich kann mir eine neue Helm craften, der hat 54 Rüstung. Könnt ihr mir eigentlich eine neue Handarmbrust basteln? So, was kann ich denn noch? Wie besser wäre, ja, dann baue ich mir jetzt einfach mal eine neue Armbrust. Mache ich jetzt einfach mal. Kackendreist, einfach weil ich es kann. Ach, mein Helm, den ich mir jetzt gebaut habe, der ist sogar gesockelt. Ach was. Oh ja. Nette Sache. Das Bauen von Items kostet übrigens auch ein Gold, wie ihr hier seht, hier derzeit für die Handarmbrust 1575, zumindest bei mir. Oh, die ist sogar mehr wert. Hä, wie kann die denn mehr wert? Boah, ist das geil. Die macht 25 Schaden. So, neue Armdinger. Leute, ich glaube, ich baue jetzt einfach gleich nochmal eine. Auf gut Glück. 22. Ah, schade. Aber 28 Vitalität, erhöht Angriffsgeschwindigkeit, maximal Disziplin.
Ah, nee, die wird jetzt mal wiederverwertet. Und wenn ihr das mal verfolgt, das Wiederverwerten, da könnte man, wenn man Glück hat, auch einen Zahn rausbekommen. Habe ich nämlich einmal geschafft. Zwischendurch was gebaut habe. Eine Kriegshaube des Gesellen könnte ich machen. Dafür brauche ich 4 Zähne. Und ja, die mache ich mir so einfach mal. So, Hast ich du bin dir auch die fertig. Kriegshaube gemacht? Ja. Okay, ich mache die mir jetzt einfach mal. Aber ich Wo brauche ist noch sie irgendwas für den Sockel, aber da habe ich dann? nichts. Kriegshaube. Erstellen. 1700 kostet der Mist. Und der hat tatsächlich einen Nockel, bringt 19 Geschicklichkeit, mehr Erfahrung und so weiter. Richtig geiler Scheiß. Kann man nur sagen. Und den alten Helm verwerte ich wieder. So. Ich gehe schon Und mal dann zurück ins investiere ich Getümmel. 6000 mal. Ja, ich investiere gerade mal 6000 und habe Jagdbogen des Adepten bekommen. Für Level Sieht man, 25 noch Hammer mehr des versteckte Adepten. Was Fußspuren. gibt's hier noch so feines Neues? Noch mehr Weiß gar versteckte nicht. Fußspuren. Haben wir das eigentlich schon soweit erklärt, wie das Ja. Crafting-System funktioniert mit Ja, in den dem. früheren Folgen schon ausführlichst. Ah, ich vergesse das immer. Jetzt habe ich tatsächlich die Hörnchen dabei, also die Zähnchen. Wieso sage ich eigentlich Hörnchen dazu? Sie sehen einfach so In aus wie der Hörnchen. Wüste laufen Skorpione durch die Gegend, da kannst du drüber laufen und zertrittert Hier ist dieser übrigens der Flatsch. geheime Altar, den habe ich jetzt gefunden. Mir ist auch gerade aufgefallen, Hier unsere gibt's eine Zauberin ist Schatztruhe. nicht mehr Die ist bei dabei. mir. Ach so, okay. Weil die wurde mir nämlich auch gerade in der Gruppenübersicht nicht mehr angezeigt. Hier hinten ist eine Schatztruhe, hast du gesagt? Ja. Das ist eins der Verstecke der Ja, Kultisten. mit einem Ihr blauen Item. Ritual Und hält die irgendwas hat die gerade Illusion gesagt. aufrecht. Verstecke der Kultisten, ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Okay. Dann gehe ich doch da mal rein, würde ich sagen. Wir beide gehen mal da rein, würde ich sagen. Hallöchen! Oh, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Auf Diablo 3. Nein, das spielen wir ja. Aber jetzt da vorne mitten einfach mal in die Mitte eine Mine setzen. Mal sehen, was passiert. Ich brauche mehr Zeug. Schade. Ja. Und zack, und die Mine ist hochgegangen. Und noch eine Mine, und noch eine Mine, und noch eine Mine. Wie viele Minen kann ich eigentlich platzieren? War's das schon? Das sollte die Illusion schwächen. Was das? okay. Ritual unterbrochen. Ja, wir können auch mit den Gefangenen reden, aber das bringt uns nichts. Aber du hast hier was vergessen. Hier war ja noch ein Tornister mit einem Buch. Echt? Wo? Ach, hier. Psst. Mit einigem Zögern schreibe ich über die 7 Herrscher der Hölle, denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich. Seht nur, noch mehr versteckte Fußspuren. Oh, die Toll. labert einen dann direkt dazwischen, weißt du? Der Christus kotzen. Hier vorne geht's lang. Aber man kann sich das nochmal anhören, wenn du J drückst und auf Tagebuch. Journal und Tagebuch und dann kann man sich das noch Auf anhören. Anhören. Okay. Einigem Mach ich Zögern schreibe ich über die 7 Herrscher der Hölle. Denn sie sind die größten der Dämonen. Und selbst ihre Namen zu flüstern, scheint die Luft um mich herum zu vergiften. Sie werden unterteilt in die geringen Übel. Belial, Asmodan, Duriel und Andariel. Und die großen Übel. Mephisto, Baal und Diablo. Ja, das wissen wir bereits, also ich zumindest. Das ist eine Truhe. So, sollen Sie mal hier. Ach Gott, du läufst ja da und rum und findest du und ich muss mich hier mit dem niederen Volk hier auseinandersetzen, ja? Ja, ich wurde angeheuert, um Diablo den Kopf abzutrennen, ja, für nichts anderes. Deswegen begibst du dich auch hier so auf Truhenjagd. Ich verstehe. Ja, vielleicht finde ich irgendwo ein Schwert, das Diablo Kopfspalter heißt oder so. Das würde die Sachen natürlich sehr, sehr viel einfacher machen, wie du denken kannst, oder? Tötet sofort bei Bei Sichtung von Berührung. Diablo. Ja, und nicht mal bei Berührung, bei Bei Sicht. Sichtkontakt. Ja. Sag mal, hast du eigentlich Splinter Cell? Ist mir gerade eingefallen. Einfach mal Welches? Ich so. habe alle. Du hast alle? Oh, das ist super. Ich auch. Toll, und Seht jetzt? ihr, sowas meinen wir. Das ist manchmal richtig gruselig. Ja, das ist sehr gruselig. Hey, weil ich habe mal Gedanken mit dem Gedanken gespielt davon, vielleicht irgendwann mal ein Let's Play zu Sieht machen, nur, aber bisher noch nie mehr so richtig versteckte Lust dazu gehabt. Fußspuren. Aber so langsam kriege ich irgendwie wieder Lust drauf, auf das Oldschool, also Guck Oldschool mal, versteckte Anführungszeichen. Spuren.
Wer hätte das gedacht? Oh, guck, aber da waren wir doch schon, oder? Da war doch dieses verängstigte Mädchen. Ja, aber die führen uns jetzt bestimmt woanders lang. Oder so. Ja, in den sicheren Tod wahrscheinlich. Oh Gott. Ich hab so Sei doch nicht so pessimistisch. Bin ich ja. Oh, Schatztruhe. Oh Gott. Ja, kann doch ich auch nichts dafür. Zauberbuch der Dornen. Für den Magier. Für deinen Magier. Ich wurde geheilt. Ja, zu dritt haben wir schon kleinere geschlagen als euch, ja? Ja. Ach ja, das gute alte Splinter Cell. Ich fand's gut. Konzentriere dich mal lieber auf Diablo. Warum darf man denn nicht auch so ein bisschen off-topic reden? Das schadet auch gar nicht, oder? Ich meine, wenn wir eh nur hier rumlatschen und. Was heißt nur, wir haben eine wichtige Aufgabe? Naja, wir suchen das andere Ritual oder den anderen Ritualort. Und unsere blöde Zauberin kommt nicht mal auf die Idee, uns irgendeinen Hinweis zu geben, von wegen, guck mal da hinten oder so, da könnte irgendwas sein. Der Plan. Ich meine, wenn wir jetzt Diablo nicht töten können, er dann die Welt regiert, nur weil du off-topic gelabert hast, dann bist du schuld, ja, das weißt du doch. Dann bin ich schuld, ja, das aber. Das ist eins der versteckten Kultisten. Ihr Ritual hält die Illusion aufrecht. Fleisch! Fleisch! Rindfleisch! Wer will dir Fleisch? Ich will Fleisch! Oh, Mama, kann ich Fleisch haben? Ich hätte gern 100 Gramm Salami. Dämonenbursch. Dämonenbursch. Streichzart und fein. Von ich ihrem hätte Schlechter. Gern ein Kilo gehacktes, halb und halb. Also halb Mensch, halb Dämonenfleisch. Hier steht, glaube ich, irgendwas an der Wand, kann das sein? Nee, ist einfach nur so ein Siegel oder so. Kesse. Aber ist hier mal dieser Altar aufgefallen? Hast du mal etwas genauer betrachtet? Das ist ein ausgeweideter Schlechter anscheinend. Nee, das ist kein Schlechter, das ist irgendwie. Sieht aus wie ein Fetti, oder? Nee, ist ein Schlechter, der hat auch diesen Kopf. Ja, aber von dem Kopf. Guck, denk noch der Darm raus. Mm. Ein Stück zumindest, ja. Oh, guck. Mörder. Was? Psst. Dieser Held hat vor, dich in Alkarnos anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber... Sagt mir, was habt ihr vor? Oh, Gott! Ich werde ihren Meister Belial und seinen Bruder Asmodan töten. Die Dunkelheit, die die Herrscher der Hölle über die Welt gebracht haben, wird verschwinden. Wie seltsam. Ihr müsst diejenige sein, die ich hier finden sollte. Ganz ehrlich, diese Verzauberin, ja, die gehört sowas von geschlagen. Ja. Und ich drücke jetzt nochmal auf Anhören, dass man das Schreiben an Magde endlich mal hört. Also los. Ich auch. Magde, dieser Held hat vor, dich in Alkarnos anzugreifen. Ich an deiner Stelle würde am Außenposten von Kasim einen Hinterhalt vorbereiten. Aber ich bin nicht an deiner Stelle. Du könntest genauso gut vorhaben, mich erneut zu enttäuschen und mich so zu zwingen, dich zu töten. Ich würde das sehr bedauern, aber dennoch... Ich glaube, ich könnte es übers Herz bringen. Okay. Ja, das Schreiben war übrigens von Belial. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Guck mal. Oh, die Verzauberin will irgendwas uns erzählen. Ich bin nicht aus Caldeum. Ich habe diese Zauber vor 1500 Jahren gelernt. Meine Schwestern und ich hatten uns einem Mann von großer Macht verschrieben. Wir nannten ihn den Propheten. Er hat uns ausgebildet und in einen magischen Schlaf versetzt, damit wir in dieser Zeit erwachen. Ich soll die Invasion der Herrscher der Höllen verhindern. Ich würde es kaum glauben, wenn ich eure Zauber nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ihr müsst noch länger auf diesen Moment gewartet haben als ich. Bitte, schließt euch mir an. Ja, die gute Frau wartet mit dem Lager und die Brücke ist hergestellt. Ja, so sieht aus. Quest beendet. Und jetzt ist es überquert die Brücke über die schwarze Schlucht. Fertig. Hier ist ein Außenposten, also so ein Wegpunkt. Teleport. Und wir sind eh schon wieder bei 20 Minuten. Sieht so aus, als wäre es wieder voll. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir rein. Bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Bye, bye. Ciao.